Morlock Motors. Wer sich hierhin verirrt, stößt auf ein verwirrend großes Sammelsurium echter Raritäten. Spezielle Ware, die auf spezielle Kundschaft wartet. Oft länger als erwünscht. Also mein Gelände hier in Peterslar ist 22.000 Quadratmeter und ist leider schon voll. Da hilft es wenig, dass alle zwei Wochen neue Ware kommt. Denn als exklusiver Vertragspartner der US-Streitkräfte muss Michael Manousakis jede Lieferung annehmen. Lust und Leid liegen da nah beieinander. Wir kriegen regelmäßig so Listen und da ist alles Mögliche drin. Und meiste Zeit hast du keine Ahnung, was da drin ist. Überraschungspakete der US Army in XXL. Vor 15 Jahren stieg Manousakis in das Geschäft ein. Man konnte das einfach ersteigern. Das kann man heute nicht mehr. Heute geht das mit einem Vertrag, der geht über 5 oder 8 Jahre und du musst dann einfach alles nehmen, was kommt. Der Platzmangel verursacht Kosten. Und manchmal tut es sogar richtig weh. Ja, letzte Woche ist mir zum Beispiel passiert, dass das Material, was ich bekommen habe, dass ich das nicht verkaufen konnte. Ich hatte keinen Platz und ich habe das verkaufen müssen mit 75.000 Euro Verlust. Michael besitzt noch 3 weitere Plätze. Diese sind aber deutlich kleiner. Das Hauptgeschäft findet hier mitten im Westerwald statt. Alter, wir haben viel zu wenig Platz. Ja. Ja. Und jetzt sitzen wir in einem Tal. Wir können uns nicht weiter expandieren. Was machen wir denn jetzt? Hier auch dasselbe. Holzer, wollt ihr mal gucken? Da sind mehrere Reihen. Da steht 3 und 4 Reihen hintereinander. Manchmal läuft man hier über den Platz und entdeckt wirklich noch neue Sachen. Wo du sagst so, ach, da liegt das oder so. Weil es einfach so viel ist. Aber wie man so schön sagt, man sieht, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das sind 20 Reihen. Wenn wir im 1/2 Meter Abstand noch mal so eine Reihe hinstellen, kann er trotzdem im Stapler fahren. Ja, nur damit du dich nicht vertust. Das hier ist die Feuerwehrzufahrt. Ja, ich war. Ach so. Ja, okay. Also hier steht gar nichts. Hier steht gar nichts. Du bist ja immer noch breit genug. Nein, dann. Das ist nicht breit genug. Alter, fang nicht an. Wir müssen irgendwas finden, wo wir noch was. Wir müssen noch irgendwas finden. Also, wenn 60 Motorkisten hier stehen, 60, und die kommen dann da und da raus. Pass mal auf, ich sag dir, wie wir es machen. Nee, bitte keine 4 Stück übereinander. Nicht 4 Stück übereinander? Nein. Das ist zu kippelig. In den endlosen Reihen von Kisten verbergen sich tausende Motoren und Getriebe amerikanischer Trucks, Jeeps und Vans. Eigentlich ein Millionenvermögen, vorausgesetzt, man verkauft es auch. Okay, das muss auch alles bei eBay rein. Das. Ja, Kotflügel, alles. Ja. Unimog-Achse muss auch rein. Wir müssen diesen Röntgentruck reinsetzen. Dieses Röntgenauto muss weg. Röntgenauto, hohe Fässer. Blaue Fässer, gelbe Fässer, rote Fässer. Sag mal, ich denke, die Kisten hat einer bei eBay alle gekauft. Nein, nicht alle. Scheiße. Da ist schon einiges weg, die Werkzeugschränke. Und weißt du, was wir verpasst haben, Alter? Ja. Die letzten Penner. Wir haben verpasst, diesen Winter diese Schneefräsen zu verkaufen. Das haben wir nicht nur diesen Winter verpasst, ne? Ja. Das haben wir den letzten Winter auch schon verpasst. Ne? Hier, weißt du, dass wir unbedingt bei eBay reintun müssen? Hier, die Karre, die wird uns, das ist Quatsch. Ja. Hier, und das ist das oberschwere Wrecking Attachment, das müssen wir auch reinsetzen. Ja, stimmt. Na, dann mal ran an den Rechner und 3, 2, 1, raus.